Ich begrüße euch ganz herzlich im Jungfrau-Zeitung Panorama aus Bern. Heute in der Sendung geht es unter anderem um Sackmälerring. Der Stucki Kriegel, der plaudert mit uns über seine Frühpension als Schwinger. Und die Interlakener Mundartband Plüsch ist zurück. Er ist so ein richtiger Berner Berry, der Stucki Kriegel. Vor gut zwei Wochen hat er seinen Rücktritt gegeben und den hat er gekrönt mit einem Sieg an seinem heimischen Fest zu Lies. Am Bernisch-Kantonalen, zu Tramelan, war er dann nur noch als Zuschauer dabei gewesen. Mein Kollege Manuel Moser konnte dort mit ihm reden. Schwinger Rentner, wie fühlt man sich? Ja, eigentlich sehr gut. Bis jetzt habe ich noch kein BS gekommen, das fehlt mir noch nicht. Aber ja, es ist natürlich schon am Morgen. Eben, du musst nicht um 5 oder 6 Uhr aufstehen, um irgendwie um 7 Uhr auf Platz zu sein. Von dem her ist es sicher nicht so schlecht. Und es geht mir eigentlich auch sehr gut. Und da der Schwingfest bist du ja gleich noch relativ beliebt, kann man sagen, da mit Unterschrift, oder? Ja, es heißt gleich noch 2-3 Unterschriften, weil also sie kennen mich gerne noch. Und ja, es ist natürlich auch schön, wenn die Leute noch kennen. Und ja, ist gut so. Dein letztes Fest ist 2 Wochen jetzt vorbei. Zeit gehabt wahrscheinlich, um es ein bisschen sacken lassen. Kannst du mich vielleicht noch mal mitnehmen? Was war so emotional in dir los am Schlussgang? Ja, ist natürlich, ja, der ganze Tag war sehr emotional. Es hat schon morgen angefangen und ja, ist durch den ganzen Tag hat sich das gezogen. Immer noch an den Tränen gewesen, aber schlussendlich ja, ein super Fest können abliefern. Noch mit einem Festzeit abschließen und ja. Einerseits schade ist es durch gewesen, aber andererseits natürlich auch froh ist es durch gewesen. Was genießt du jetzt am meisten? Ja, dass ich bei diesen Temperaturen nicht mit dem Sackmehl schwitzen muss. Der Gnägi Florian hat mir noch so eine Geschichte erzählt vom Oktoberfest, wo er einmal gewesen war, glaube ich. Und wo du gesagt hast, ihr seid australische Rugby-Spieler, glaube ich. So im Oktoberfest steht ja, dann Fall auch wieder mal an. Ja, vielleicht irgendwann wieder. Ja, es war natürlich vom TV Studen. Die hatten so T-Shirt, die haben aussen so ein bisschen rot, gelb, grün. Haben die Trikot gehabt und die haben immer gemeint, wir sind von Australien irgendwie. Und dann hat man das natürlich durchgezogen. Ja, da sind wir nicht aufgefallen als Schweizer. Da haben sie gesagt, Australier sind blöd und nicht Schweizer. Ist da was wahrscheinlich ein bisschen schwieriger als Schweiz, ja, oder? Wird schwieriger, ja, genau. Vom Schwingen jetzt zum Singen. Der Ricci ist ja bekanntlich der Frontmann und der Sänger von der Mundartband Plüsch. Und die geben ihr Comeback. Sie sind wieder auf Tour. Ab 2024 sieht man die Interlakener Mundartband wieder auf der Bühne. Der BK-Folter hat sie auf der Höhematte getroffen. Die verkündet heute euer Comeback. Wieso habt ihr euch dazu entschieden, genau jetzt ein Comeback zu geben? Also es gibt verschiedenste Gründe. Also ich glaube, das erste ist ein nostalgischer Gedanke sicher. Also jeder von uns ist jetzt irgendwie, hat jetzt mal 10, 11 Jahre ohne das gelebt. Und ich glaube, wir sind jetzt in einem gewissen Alter, wo man so ein bisschen zurückschaut, oh, was war cool gewesen, was hat gefackt und was willst du noch, was willst du nicht mehr und so. Und irgendwie hat sich das wie richtig angefühlt, dass wir jetzt mal wieder zusammen einfach Musik machen. Das hat keinen Grund, warum gerade jetzt. Weil eigentlich war der Grund vor 2 Jahren. Ja. Weil vor 2 Jahren sind wir 20 Jahre, also die Band hat 20 Jahre ein Bestehen gehabt, vor 2 Jahren. Aber wie wir alle wissen, vor 2 Jahren war jetzt nicht gerade der Zeitpunkt gewesen, für mit einer Band auf Tour zu gehen und irgendwo auch das Risiko einzugehen. Ja, einerseits ganz viel Zeit aufzuwenden, für das an Start zu fahren, und andererseits auch ja, eben, die Situation hat es nicht erlaubt. Und darum ist es eigentlich ein 20 plus 2 Jahre Jubiläum, das wir jetzt machen. Und ich glaube, so diese zwei Gründe zusammen ja, beschreiben eigentlich recht gut, warum dass wir jetzt das wagen. Das letzte Konzert als Plüsch habt ihr 2013 gespielt, also vor eigentlich rund 10 Jahren. Ihr habt eure Band aber nie offiziell aufgelöst. Ist schon immer so ein bisschen der Plan gewesen, vielleicht irgendwann noch mal etwas zu machen? Oder ist das jetzt doch recht spontan entstanden? Man kann eigentlich schon sagen, wir kündigen das Ganze ja auch an unter dem Titel Zugabe. Für uns ist das wirklich eine Zugabe. Wir haben die Band nie aufgelöst, wir werden die Band auch nie auflösen. Weil es einfach, das ist wie wenn du eine Familie mit Kind hast, das löst sich auch nie auf. Auch wenn du dich scheiden oder wenn du vielleicht getrennte Wege gehst, du wirst immer irgendwo verbunden sein. Und das ist bei uns 5 auch so. Wir sehen uns eigentlich auch. Also, aus meiner Sicht sind das für mich mehr Brüdchen als Kollegen. Eben, das ist Familie und wir haben Lust gehabt, mit dieser Familie wieder mal zusammenzukommen. Und wenn das eine Band ist, die das macht, dann schliessen eigentlich die Fans nicht aus. Und im Endeffekt gehören die auch ein bisschen zur Familie. Also es ist eigentlich ein grosses Familienfest.
Jetzt noch zum Wetter. Es hat ja mal geheissen, ab dem Donnerstagmorgen kommt der Regen. Ob das so ist und wie es genau weitergeht, das sagen euch jetzt unsere Experten von Meteo News. So viel für heute. Mehr spannende Artikel findet ihr auf unserer Webseite jungfrauzeitung.ch. Schön, dass ihr reingeschaut. Macht's gut. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Ganz herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Wir haben heute noch mit dicken Wolken angefangen und nachher ist es aber immer sonniger geworden. In Oberried, wir sehen hier noch ein paar dichtere Wolken, die es am Vormittag gab. Die Sonne hat sich gut können durchsetzen. Wir sehen hier auf dem Satellitenfilm recht trockene Luft, die wir dann hatten im Laufe des Tages. Morgen im Gegenteil zu heute eine Anfeuchtung der Luftmasse. Morgen Morgen starten wir aber noch sonnig in Dunstig rein. Temperaturen morgen bei rund 12 bis 14 Grad. Und dann nimmt der Tag durch die Bewölkung langsam zu. Am Nachmittag dann vor allem in den Bergen langsam ein ansteigendes Regenguss- und Gewitterrisiko. Im Flachland bleibt es bis gegen Abend noch weitgehend trocken und es wird hochsommerlich warm mit Temperaturen um die 27 bis 28 Grad ziemlich verbreitet. Nachher gibt es aber einen Austausch von der Luftmasse, also einen Luftmassenwechsel auf den Freitag her. Da dann noch Maximaltemperaturen um die 20 Grad, viel Wolken immer wieder und teils auch kräftige, gewitterig durchsetzte Regen. Also der Freitag eher ein nasser Tag, das Wochenende teilweise sonnig, aber auch ein bisschen veränderlich. Einzelne Regengüsse muss man einplanen. Bei 22 bis 23 Grad. Dafür sieht der Wochenstart dann insgesamt wieder recht sonnig aus. Das war vom Jungfrau-Zeitungswetter. Danke vielmals fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Mittwochabend.